So, nach einiger Zeit Pause geht's weiter mit Splinter Cell Blacklist. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir eine Cobin-Mission gemacht. Das heißt, eine Solo-Kampagnen-Mission wäre jetzt wieder an der Reihe. In London. Schleiche in eine Ingenieurzelle. Ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt. Nuri Muscuri ist das. Mit allen handeln zu können. Den kennen wir schon. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Ja, als Ingenieur hat man es eben schwer. Wir starten. Das Update von Vikost, das du wolltest. Danke. Wir müssten nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsh-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Nö. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude. Oh, er will auf einen Außeneinsatz. Er wird übermütig. Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Das wussten wir doch vorher schon. Gute Arbeit, Grim. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. Eine Schäferzelle. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Sei mein Hirte. Wir gehen Schafe hüten. Und zwar sofort. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Die Ausrüstung passt. Mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren. Er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in einer verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Meistens. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Genau. Runter von der Klobrille. In einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir einen Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, na klar, der ist immer dabei. Ich gehe nie ohne meinen Trikopter außer Haus, nicht mal einkaufen. Die Ausrüstung sollte passen, ich habe ja den Nanosuit. Den habe ich mir von Prophet ausgeliehen. Und es regnet in London. Wie klischeehaft. Oh! Das stirbt sie gleich in London. Guter Schuss, Briggs. Speicher auf. Bestätigt. Das geht aber nicht auf meine Kappe. Ich will auch niemanden umbringen. Oh, fuck, ich habe die Steuerung vergessen. Sorry, ich hoffe, ihr habt ein wenig Geduld mit mir. Es ist doch eine Weile her. Da ist einer. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Da ist ein Sniper, den wir mit dem Trikopter ausschalten könnten. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. EMP, was brauche ich denn? Haftjoker für den Hund? Ah. Geh mal daher. Nein. Wow. Der ist aber aufmerksam. Alle Achtung. Ich glaube, mein Trikopter braucht schon jetzt einen frühen Einsatz. Reicht das mit der Reichweite? Wo ist jetzt der Hund hin? Der ist da drüben, der schnüffelt bereits. Aber es regnet. Wie kann mich der schnüffeln? Das gibt's gar nicht. Theoretisch. Ich traue mich jetzt den Trikopter nicht starten, weil es könnte schon passieren, dass der Hund mich inzwischen aufspürt. Ich probiere es halt trotzdem. Nein. Nein.
Moment, Moment, gleich habe ich's. Nein, das war's auch nicht. Wie komme ich? Ah, ich hab's. Der Drehkopter. Kann man eigentlich mehr als einen Drehkopter mitnehmen? Wäre interessant zu wissen. Die Sicht ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Aber auch für den Sniper. Hoffe ich. Außerhalb der Missionszone. Das ist jedes Mal dasselbe. Ist gar nicht wahr. Das ist nicht wahr. Stimmt nicht. Außer Reichweite. Okay, das lasse ich mir einreiten. Ja. Hat aber gereicht, die Reichweite. Wir könnten auch gleich den Hund... Nein! Schnell! Er bellt bereits. Schnell zurück! Der Flock ist unterwegs! Nein! Ah, fuck! Habe ich jetzt meinen Bonus verloren, weil mich der Hund entdeckt hat? Oder gilt das nicht? Er hat nur einmal abgebissen. Und wo ist mein Drehkopter? Ist abgestürzt. Ist er ins Wasser gefallen? Wo ist der Drehkopter? Na, direkt vor mir. Wieso habe ich den nicht gesehen? Ups. Left Button. Halten. Okay. Ist noch etwas holprig. Sorry. Was ist das? Ah, dachte schon eine Mine. Aber die blinkt und piepst. Ich hoffe, mein Nanosuit ist auch wasserdicht. Bringe ich wieder das Zipperlein. Sam Fisher ist ja nicht mehr der Jüngste. Wo geht's darauf? Soll ich ihn verstecken? Hm, nicht wirklich. Ist da ein Behälter? Behälter sehe ich keinen. Über das Dach haben sie gesagt. Also darauf. Er will aber nicht rauf. Jetzt. Da ist sogar eine Leiter. Schon umständlich. Jetzt sehe ich aber keine Möglichkeit. Ah, das Rohr. Das Rohr könnte es sein. Nein. Du sollst darüber. Genau. Trau mich immer nicht runterspringen drücken. Das klingt so endgültig. Habe Position Bravo erreicht. Bravo, sag ich da. Raus. Anscheinend transportieren die irgendwas. Verstanden. Irgendwas. Sam, 12 Uhr. 12 Uhr? So spät schon? Muss mich beeilen. Alles okay? Das war knapp. Wir haben den Rost nicht bedacht. Da oben ist einer. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Im Nordflügel. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss darauf und den runterschmeißen. Kann ich nicht den ziehen? Okay, ja. K.O. schlagen. Nein, nicht! Oh, okay, er hat ihn nicht runtergezogen. Brav.
offenbar eine akrobatische Aktion nötig, um seinen Tod zu vermeiden. Wäre einfacher gewesen, ihn zu killen, sagen wir so. Das erinnert mich auch an Hitman Absolution. Die Szene auf dem Dach. Gehe ihrem Laservisier aus dem Weg, ja. Mach ich schon. Ganz blöd bin ich auch nicht. Wo steckst du? Könntest du dich bitte ducken? Danke. Wo steckst du? Er steckt hier irgendwo. So, dann schauen wir, wo der hochkommt. Der kommt darauf. Werden wir ihn in Empfang nehmen. Oh Gott, er steckt fest! Er steckt fest, er ist geglitscht. Ich wollte ihn anlocken. Hat er das noch gehört? Ich glaube. Die Treppe ist so rostig. Er bräuchte besseres Schuhwerk, glaube ich. Jetzt hat es geklappt. Hätten wir das auch. Das vereinfacht die Sache. Hier könnte ich aufmunitionieren. Oh! Nein! Nein! Heilige Scheiße. Ja, meins Ernst? Der kann sogar ums Eck leuchten. Das schreit nach Trikopter-Einsatz, ha? Trikopter. Wo seid ihr? Vielleicht leuchtet er nicht nach unten. Doch, leuchtet er auch. Er leuchtet immer dahin, wo ich bin. Aber hier habe ich mehr Deckung. Es sind gleich zwei. Synchronsnipen ist angesagt. Okay, er hat aufgegeben. Er wechselt die Position. Geht sich aus, dass wir uns nähern. Nein, nein. Oh, fuck, fuck. Oh, fuck. Das wollte ich nicht. Nee, das wollte ich echt nicht. Ich habe nicht bedacht, dass der darüber sieht. Das mache ich jetzt nochmal. Sorry. Das war eine Anfangsschwierigkeit. Ich bin auf dem Dach. Ich würde vorschlagen, ich melde mich wieder, wenn ich an der exakt selben Stelle bin. Bis gleich. Okay, ich bin zurück. Und wir sind an der exakt selben Stelle. Und diesmal ist der andere Sniper etwas abgelenkt. Und wir können es wagen. Der leuchtet hier sowieso nie rüber. Nur nach vorn oder nach hinten. Ich glaube, den können wir so liegen lassen. Genau. Du sagst es, Bruder. Oh, das wäre geil für den Trikopter. Das wäre geil für den Trikopter. Ich könnte den ganzen Level räumen. Im Grunde. Wenn es genau nimmt. Nur einen Half-Joker. Schocker. Da ist aber noch einer irgendwo. Körper aufheben. Dann gehen wir da runter. Werfen. Ja. Hat er das überlebt? Das würde mich jetzt interessieren. Moment. Hat er das überlebt? Körper. Lässt sich nicht sagen. Er sieht nicht sehr gesund aus. Ja, wo sind die? Wo sind die genau? Einer steht da drüben. Einer steht da. Einer kommt. Verstehe. Einer kommt und einer geht. Nein, kommt noch einer.
Der ist aber unter mir. Bin mir ziemlich sicher, der ist unter mir. Aber wo unter mir? Ganz unter mir glaube ich nicht, nach den Bodentexturen zu schließen. Was? Er ist aufmerksam geworden. Worauf? Wo? Schau, er ist völlig außer sich. Er blinkt. Er blinkt wie wild. Ist der Arsch. Aber ich muss da runter irgendwo. Da? Nein, nicht springen. Runter springen. Nein, nein, nicht springen. Runterrutschen eher. Okay, der ist unter mir. Der kann nichts gehört haben oder gesehen. Das gibt's gar nicht. Aber er ist sehr wachsam. Extrem wachsam. Wisst ihr, wie vorsichtig der Mann ist? Muss ich ihm hoch anrechnen. Er leuchtet auch aus. Sieht mich nicht. Ich glaube, ich nutze die Gelegenheit. Steck mich hier. Er wird doch leicht auszuschalten sein. Aber ich mag sie nicht, wenn sie so rumzappeln. Das mag ich gar nicht. Wink, wink. Jetzt ist er mir in die Arme gelaufen. Perfetto. Noch 7 Meter. Da hätte ich auch runtergekannt, ich verstehe. Da ist ein Datenpaket. Schnappe ich mir natürlich. Ne, da ist es nicht. Ganz so einfach haben sie mir es nicht gemacht. Das ist da drin. Hm? Was sein? Ich sehe es doch. Da kann man durch. Gasscherben. Wo ist das Datenpaket? Habe ich es etwa vergessen? Ich renne wie oben. Das kann sein. Ich glaube, ich habe es oben vergessen. Scheiße, Dreck. Komme ich da wieder rauf? So, ich muss das Datenpaket holen. Wer da? Hier ist irgendwo ein Datenpaket. Es ist nicht weit. Es ist genau hier. Unter mir. Soll ich das von hier holen? Ich glaube eher, dass es nicht so gedacht ist, es von hier zu holen. Ich glaub's nicht, offen gestanden. Wenn ich hier runterspringe, bin ich tot, oder? Trau mich nicht. Naja, lässt mich auch gar nicht runterspringen. Krieg kein B. Mann, das Datenpaket muss da unten sein. Das wusste ich nicht, sorry. Nicht viel Zeit verloren. Vielleicht da? Auch nicht. Ich will Richtung Datenpaket. Sam, das gefällt mir nicht. Wir haben Nuris Leute identifiziert. Das sind nicht nur Schläger. Geht es etwas genauer? Diese Leute sind Spezialisten. Chemiker, Scharfschützen, Techniker. Klingt nach einer Ausnahme. Volksschullehrer.
Dazu noch Profifahrer. Pornodarsteller. Klärschlammtaucher. Der Tunnel der Stadt wurde angefahren. Es gab mehrere Fahrzeugwechsel. Er ist weg. Vielleicht brauchen Sie die Ladung für einen Angriff. Verstehe. Die Mühle. Ja, das Gute liegt so nah. Schau. Wo ist das blöde Datenpaket? Es ist da drüben. Kletter hoch! Er will da nicht rüberklettern. Aber es ist doch da drüben. Die verwehren mir mein Datenpaket. Werde ich sauer. Ja. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss weiter. Aber wo? Wo geht's hier weiter? Ah, es hat gespeichert. Das Datenpaket ist noch nicht verloren. Wir können hier aufmunitionieren, aber in der nächsten Folge. Und da schauen wir auch gleich, ob wir das Datenpaket kriegen. Also bis dann. Tschüss.